lieber Witter, wir sind bei der Liebeslegung für den Februar. Valentinstag steht an und naja, wir schauen mal. Ich lege erstmal die Karten aus, ich mache wieder eine Herzlegung, um mal zu gucken, wie so die Liebesenergien um dich herum sind, was so passiert, was mit den Leuten so los ist, wer vielleicht nicht so gut drauf ist. Schauen wir mal, was wir da finden. So, schön. Die allgemeine Legung ist natürlich geschlechterunspezifisch. Das heißt, wir müssen halt gucken. Ihr müsst gucken, wie das für euch passt. Kann auch nicht für jeden passen, aber grundsätzlich die Energien um das Sternzeichen rum, irgendwas wird auf jeden Fall für euch da drin sein. Gucken wir mal, wie die Energie so allgemein ist. Die Herzenergie. Im Monat Februar. Der Stern. Also, super Energie. Braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Was bringst du denn mit? Du als Widder bringst den Ritter der Kelche mit. Ja, den hattest du, glaube ich, in den anderen Legungen auch öfter. Also, das ist eine Stimmung. Du hast grundsätzlich eine gefühlvolle Stimmung, Romantik und so weiter. Ja, schon ganz auf Februar eingestellt. Das Dritte, wohin führt es? Wir haben den Wagen. Okay, es führt voran. Also alle Energien so positiv, dass es nur vorwärts gehen kann. Das Vierte, Entscheidung. Welche Entscheidungen stehen an? Der König der Münzen. Aha, es geht um Sicherheit, Stabilität, das, was man braucht. Und da muss man gucken, wie man das am besten hinbekommt. Und diese Entscheidung, da gucken wir gleich nochmal, was das genau beinhaltet. Wie wäre es am besten? Jetzt für den Monat Februar. Die 6 der Stäbe, natürlich Erfolg. Klar. Was auch sonst? Das Ergebnis für den Monat Februar, für den Widder. Die 3 der Stäbe. Das heißt, du hast dich schon für irgendwas entschieden und gehst auch entsprechend in diese Richtung. Also du bewegst dich schon darauf zu, was du dir vorgenommen hast. In der Liebe. Ja, du bist auf dem Weg dahin. Vielleicht planst du eine Hochzeit, eine Verlobung, einen Heiratsantrag, was weiß ich. Du bist auf dem Weg dorthin. So, dann. Wir sind bei der 7, das Ergebnis. Das Ergebnis. Die 7 der Schwerter. Also, irgendeiner missgönnt dir das oder du hast den Antrag an der falschen Stelle gestellt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, 7 der Schwerter bedeutet Diebstahl. Gucken wir gleich mal, was das genau heißt. Die Aussichten für den Monat Februar. 5 der Stäbe. Wettbewerb. Ich habe so den Eindruck, als wenn es im Monat Februar für dich einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin gibt, wo ihr euch da vielleicht um eine Person streitet, rangelt, jeder der Erste sein will, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Schauen wir erstmal. Ja gut, der Stern, da braucht man nicht zu fragen. Der Ritter, der Kelche eigentlich auch nicht. Das ist halt gefühlvoll, romantisch. Dann haben wir den Wagen. Mal gucken, was geht denn da voran in Sachen Liebe? Der Tod geht voran. Das ist ja super. Das ist eine Transformation. Transformation bedeutet, es ändert sich was. Du selbst veränderst dich vielleicht. Und es ist immer so, dass man daraus auch besser hervorgeht. Stabilität. Da wandelt sich was. Das ist nichts Schlimmes. Du hast den Buben der Münzen. Das ist die Chance auf Stabilität, Sicherheit und ein trautes Heim. Und die Königin der Kelche. Also eine warmherzige Person. Das geht voran. Okay. Dann haben wir die Entscheidung. Das ist wichtig. Da haben wir den König der Münzen. Und welche Entscheidungen stehen denn da an? Bube der Schwerter. Wahrheitsfindung. Ja, klare Aussage, Kommunikation, das, was wichtig ist, auch sagen, ehrlich sein, ganz wichtig. Und die Welt,
Kann tatsächlich sein, dass es darum geht, ziehen wir zusammen oder heiraten wir, wandern wir aus und solche Sachen. Ja, also es geht um eine ganze Menge wichtiger, relevanter Dinge. Die Kraft ist dabei. Also, dann kann ich dir nur viel Kraft wünschen, das alles in die Tat umzusetzen. Okay, dann haben wir, wie wäre es am besten? Und da hatten wir ja die sechs der Stäbe, dass alles funktioniert. Eigentlich auch klar. Wird es denn im Februar soweit alles funktionieren? Nö. Wir haben die zehn der Schwerter. Das heißt, du hast noch etwas, was dir zu schaffen macht. Irgendetwas, wo du enttäuscht wurdest. Das kann Liebe sein, Freundschaft, Familie, Bekannte, Kollegen, ja. Und da musst du drüber wegkommen, aber du schaffst das. Mit der Königin der Münzen, du hast die Stabilität auch in deinem Rücken, das haben wir ja eben hier gesehen. Also, kein Problem. So, dann haben wir, wie es dir dabei geht. Und da hast du ja auch diese Entscheidungsfindung, beziehungsweise du hast dich in dem Fall entschieden, weil es ist die 3 der Stäbe. So. Und das ist der Hierophant. Und der Hierophant hat immer was mit Traditionen und so zu tun, Kirche und so weiter. Wir haben ja eben über Hochzeit gesprochen. Okay, könnte sein. Und wieder die 4 der Schwerter. Du sollst dich, bevor du dir das also aufhalst, ich sag mal, so eine Hochzeit ist zwar schön, aber auch viel, viel Arbeit, vorher entspannen. Ja? Also nichts überstürzen. Dann wird es von Erfolg gekrönt. Wow. So, dann haben wir das nächste, das Ergebnis. Und da haben wir ja diese blöde 7 der Schwerter. Vielleicht geht es dir so gut, dass du ein paar Neider auf den Plan geholt hast. Dass Leute das nicht mögen, wenn es dir so gut geht. Oder denken, Mensch, warum geht es mir nicht so gut? Was ist das? Mäßigkeit? Vielleicht bist du so ausgewogen, dass du andere zum Wahnsinn treibst. Die Münzen hast du. Was ist die 7 der Schwerter? Also so weit, so gut. Ein König der Schwerter. Also jemanden mit einem scharfen Verstand, knallharten Worten, schon irgendwo Neid. Kann ich nicht anders sagen. Also mir kommt das vor, als hättest du jemanden im Freundes-, Bekanntenkreis, also in deinem Umfeld, der oder die eine ziemlich scharfe Zunge hat und vielleicht dir auch versucht, das ein bisschen madig zu reden. Oder es ist halt tatsächlich ein Konkurrent, eine Konkurrentin in Sachen Liebe. Ein Nebenbuhler, eine Nebenbuhlerin. Aber wir gucken mal. Also bitte vorsichtig, ne? Mal die Augen aufhalten. Die Aussichten. Gerechtigkeit. So. Gerechtigkeit und der Wagen. Also, es geht nicht schief. Ja, du hast vielleicht jemanden, der dir das alles missgönnt. Tatsächlich ist es aber so, dass die Gerechtigkeit mit dem Wagen einfach bedeutet, derjenige wird vor die Wand fahren. Ja, mit seinem Neid und seiner Missgunst. Du hast alles, was du brauchst. Neider. Und solche Leute brauchst du nicht. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, du hast die Sternenergie um dich herum. Du hast Romantik. Also, ich werde gleich neidisch. Aber gut, wir machen gleich noch die Wochenlegung mit den Taroskopkarten also von Doreen Virtue. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Bis gleich. So, lieber Widder, ich habe die Karten gemischt und ausgelegt und werde sie gleich mit dir rumdrehen. Wichtig ist, dass diese Energien immer auch ein bisschen vor, ein bisschen nach Februar wirken können. Also es muss nicht taggenau sein. Ja, das kann man mit Tarotkarten gar nicht machen. Zumindest nicht, wenn es eine allgemeine Legung ist. Schauen wir mal die erste Woche. Erste Woche Februar. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Also. Für alles, was uns was wert ist, müssen wir was tun. Wir müssen dafür arbeiten, weil sonst wäre es uns ja auch nichts wert, wenn es so einfach wäre. Wenn wir es einfach auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Ja? Also immer dran denken. Wenn du eine gute Beziehung haben willst,
oder auch gute Freunde und so weiter, dann musst du auch was dafür tun. Ja, das muss ausgewogen sein, das Geben und Nehmen, dann funktioniert das auch. Zweite Woche, Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Das ist natürlich nicht so gut. Also darauf achten, nicht so viel essen, nicht so viel trinken, keine Drogen nach Möglichkeit, nicht rauchen und natürlich sämtliches Suchtverhalten, spielen, was weiß ich. Ne? Darauf achten. Das ist wichtig, weil auch wenn ein anderer das tut, der dir nahesteht, ist das immer ein Zeichen dafür, dass demjenigen etwas fehlt. Und das kompensiert er mit solchen Dingen. Ja? Dritte Woche, Februar. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Dein Wunschpartner kann natürlich auch dein fester Partner sein, den du schon hast, oder jemand, den du neu kennengelernt hast. Und wie du darauf zugehst, ist natürlich auch die Sache, ob du denjenigen gut kennst oder nicht so gut kennst. Ja, das ist immer wichtig, weil wenn man zu schnell jemandem zu nahe kommt, dann wird das sehr schnell negativ aufgefasst. Also nett, locker, flockig, witzig vielleicht, aber nicht zu sehr aufdringlich. Ja? Vierte Woche, Februar. Hochzeit, ich wusste es. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Ich hab's geahnt. Ich hab's eben schon gesehen. Also, dann möchte ich bitte ein Hochzeitsfoto. Wenn das tatsächlich im Februar passiert oder im März, dann würde ich mich freuen, wenn er mir ein Foto schickt. Dann würde ich mich wirklich, würde ich mir ein Loch in den Bauch freuen. Also, sehr schön, ja, bis auf diese Co-Abhängigkeit, aber da kann man dran arbeiten. Ich wünsche euch einen tollen Februar. Vergesst nicht den Valentinstag, liebe nette Menschen da ein bisschen in euer Herz zu schließen und damit zu überraschen. Und natürlich an allererster Stelle euch selbst. Ja? Also, denkt dran, Daumen hoch, wenn es schön war und wenn es euch hilft. Nicht nur, wenn es schön war. Ja, ich schmier euch keinen Honig um den Bart. Ich sage, was die Karten sagen. Und wenn ihr informiert werden möchtet, wenn was Neues kommt, Abo und dann natürlich diesen Klingelbutton. Dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Nachricht, wenn was Neues erscheint. Ich danke euch und wünsche euch einen tollen Februar. Tschüss!